herzlich willkommen zum 22. Türchen vom Minecraft Adventskalender 2015. Heute kommt auch wieder ein Tutorial dran, morgen wird wahrscheinlich auch wieder eins kommen. Der Rätsel kann ich ja nicht mehr schaffen, weil dann muss ich halt auch wieder auflösen, das werde ich nicht mehr schaffen bis zum 24. Ja, 24. werde ich eine kleine Map auch spielen, das werde ich allerdings noch nicht spoilern jetzt wirklich, also wir sind nicht viel spoilern. Und da kommt heute aber ein Tutorial, wie ich meine One Command Creations immer erstelle. Und ja, würde ich sagen, ohne große Umrede fangen wir direkt an. So, dann zeige ich euch mal mein Beispiel, an dem ich das demonstrieren werde. Und so drücke ich auf den Knopf. Den Command natürlich schon eingefügt und dann wird hier das generiert. Hier ist der Command, den wir gleich erstellen werden. Hier können wir auf Give Item drücken, dann kriegen wir ein Drumlet. Die Creation habe ich natürlich noch nicht gebaut, deswegen seht das da hinten ist schon ein Tutorial. Und dann können wir halt hier das Gras platt laufen, jedes Mal, wenn man da wieder weggeht. Das ist jetzt hier nicht wunderbar besonders, man könnte natürlich auch noch mehr Gras bauen. Zack, 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 zack. Und dann könnte man natürlich auch betrabbeln. Wenn man natürlich springt, geht es natürlich auch, ist ja logisch. Und ja, jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das macht. Bis gleich. Sonst zeige ich euch, dass man es wieder kaputt machen kann. Hier klickt schon Move Destruction Manager, bleibt hier unten noch was übrig, das könnt ihr einfach mit Pause wegmachen, aber kann man aber leider nichts gegen machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Um so eine Creation zu bauen, braucht ihr hier dieses, diese Vorlage hier. Und zwar, ja, also braucht ihr jetzt nicht die, also ihr müsst es schon mal hier so aufbauen, das war das hier ist die Fehlklau. Das sind Command-Blöcke, die am Anfang, also ganz am Anfang, ich kann es euch noch mal ganz kurz mal zeigen, an meinem Beispiel. Moment. So. Das sind diese Command-Blöcke, die einmal am Anfang powered werden, danach nicht. Ihr seht ja, ich kann die letzten Blöcke kaputt machen, weil die halt nur einmal powered werden. Aber hier ist die Glock, da kann man natürlich noch mehr Command-Blocks dranhängen. Man kann das auch größer natürlich auch machen, nicht so klein, wie ich das jetzt gebaut habe. Und das übrigens hier, das hat nichts damit zu tun, so ist ein kleiner Test. Seht ihr, ich kann keine letzten Blöcke platzieren, aber egal. Und zwar wird am Anfang erstmal die Objekte, werden am Anfang die Objekte erstellt, einmal Item und einmal, ne hier genau, ich habe den falschen Klick hier, einmal Item Select und einmal Item, man kann mit Unterstrich schreiben. Ja, und am Anfang habe ich erstmal für testweise meine Fehlklau gemacht, hier müssen eh natürlich dran gehen, dass es hier nicht weiterläuft, das heißt, es läuft hier jetzt nicht weiter. So, dann im ersten Command hier oben habe ich einfach drin, Moment, Executed A, also er soll was für alle Spieler ausführen. Hier habe ich nichts weiter angehängt und der soll hier von minus 5 in allen Seiten bis 5 Gras füllen und das dadurch, das soll er soll nur Dirt 0 ersetzen, also normale Erde. Dann habe ich hier einen Command Block, der existiert für alle Spieler, den Score von Item Select mindestens 1 haben. Dazu komme ich gleich nochmal. Die detecten, also die gucken, ob also die schauen quasi, ob sich unter ihm Gras wohl befindet, die Null muss man da hinschreiben, sonst funktioniert das nicht. Und wenn das der Fall ist, also wenn sie wirklich unter ihnen dann Gras Null befindet, setzen sie einfach unter sich Erde Null, also Dirt Null. Dann hier wird nochmal allen Item Select resettet, dass es da keine Probleme gibt. Und ja. Ich merke gerade, Score Items ist auch unnötig, deswegen können wir den weglassen, weil ich habe es nämlich anders gemacht, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Moment, ich zeige mir mal ganz genau anders. Nein, Quatsch. Was ist hier geschrieben? Ja. Okay. Bei Items mache ich gleich nochmal was dazu, weil ich möchte nämlich noch auf was anderes zeigen. Also hier wird allen Item Select resettet. Und hier, an diesem Command-Block, hier wird nämlich Item Select für alle auf 1 gesetzt, aber auch nur, wenn sie das Item Gras ausgewählt haben, das Minecraft muss, weiß ich nicht, ob man das dazu schreiben muss, ich mach's aber immer. Damage 0S, Damage muss groß geschrieben werden, das ist wichtig, und hier muss auch ein S dran sein, das funktioniert auch nicht. Und dann noch ein Tag, und zwar, dass es den Namen Trampler haben muss. Hier müssen doch wirklich 4 Klammern sein, wenn es weniger oder mehr sind, funktioniert es auch nicht. Hier ist nichts drin, hier auch nicht, hier auch nicht. Ja, jetzt habe ich Caps Lock umgemacht. Verdammt, so. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Also die unteren sind eigentlich alle leer. Die könnte man eigentlich auch weglassen. Ich weiß nicht, ob es dann auch funktioniert. Habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Auf jeden Fall, jetzt wollte ich euch nochmal was anderes zeigen. Und zwar normalerweise ist es ja so, hier kann man auf das Schild hinstellen. Das muss man einfach nur hinstellen. Habe ich jetzt hier einfach mit dem Command hier erstellt. Aber jetzt ein bisschen zu kompliziert, wenn ich das jetzt einmal erkläre. Hier ist einfach nur ein GIF-Command drin, wie ihr hier seht. Wartet. Da ist einfach nur ein GIF-Command, der mir halt das Gras, mit dem man Traumgleich gibt und dann halt noch enchanted ist hier. Das sind die Enchantments, hier ist das übrigens hier halt Flex 1 nochmal drin. Und ja. Jetzt wollen wir es allerdings machen, dass wir gleichzeitig mehrere Items bekommen und dass diese auch immer in einem Slot ersetzt werden. Das heißt also, dass wir mehrere Items bekommen können. Normalerweise kann man ja nur einen Command oder nee, vier kann man glaube ich in ein Schild reinstecken. Ich mache es mal immer mit einem, weil es sicherer ist. Und also dafür haben wir jetzt ein Score-Item. Und dann können wir einfach machen. Dann ist einfach ein neues Schild. Das können wir abbauen. Ich mache mal ganz kurz was anderes rein. Moment. Ich will lieber den Command, falls ich den halt noch brauche. So. Und zwar hauen wir das hier einmal alles raus. Bis hierhin, dann machen wir einen Flash. Dann ein Scoreboard Players Z ZP. Wie ich diese EP schreibt, nicht euren Namen, sonst würde es für andere Spieler nicht funktionieren. Und dann Item oder wie ihr es auch immer genannt habt, ihr könnt es natürlich anders auch nennen. 1. So. Kann man das Schild aber holen und hier mal hinstellen. Das ist auch völlig egal, wo ihr das hinstellen könnt. So, glaube ich, da irgendwo an den Rand stellen oder irgendwo. Stellt es mal dahin. Das heißt, jetzt wird, wenn ich so ein Score wirklich so ist, wie es Item, habe ich Item auf 1. Lass ich mal so an. Jetzt will ich aber, dass sobald ich ein Score-Item auf 1 habe, mehrere Sachen bekomme. Replace Item Entity at R Score Item mindestens 1 und dann Slot.hotbar. Und dann kopiere ich mir das meistens immer direkt schon raus, so. Hat hier zum Beispiel auf Slot 0 das Gras. Gras 1, 1, 0. Display. Name. Doppelpunkt. Trump. Leer. So. Dann zwei Klammern zu, weil wir auch zwei aufmachen. So, und da können wir zum Beispiel nochmal einen Slot machen, da habe ich mir verdruckiert, immer ein bisschen mit 1. Wichtig ist, dass wir bei 0 anfangen, weil ich kann es ja mal erzählen, das ist hier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also ein bisschen komisch gezählt. Deswegen müsst ihr auch aufpassen, ich habe es nämlich hier direkt, hier habe ich nämlich deswegen auch 0 eingegeben, nicht wundern. Und hier ist auch eine Slot bei 1, das machen wir da mal rauf, also mal hier Stone. Bei 2 und dann mal hier. Das ist halt nur ein Beispiel. Müsst ihr natürlich nicht machen. Dann natürlich, ganz wichtig, dass ihr nicht dauerhaft die Sachen bekommt. Wenn ihr jetzt natürlich wollt, könnt ihr es natürlich noch lassen, hier den Command. Und dann könnt ihr den Command auch weglassen, wenn ihr wollt, dass man das dauerhaft bekommt, sobald man einmal drückt. Wenn ich jetzt auf die Item drücke, dann funktioniert das nicht, weil ich so über die Klappe nicht anders genau. Dann werde ich das einmal testen. Wenn ich mal kurz mal das E wegmache. Jetzt habe ich es natürlich nicht enchanted. Und trotzdem, wir haben gesehen, hier gekommen unsere drei Items und können sie auch wieder wegmachen. Einmal alle gleich. Und wir kommen sie immer auf dieselben Slots. Und ja, jetzt mache ich noch ganz kurz, dass es auch enchanted ist. Finde ich mal ganz kurz hier das hier einfach. Und so. Und füge das einfach mal da ein, so. Und jetzt bekommen wir das natürlich auch so schön enchanted. Und es müsste eigentlich auch dann noch funktionieren, genau. Ich habe Steinflug jetzt nicht nur mit dem Trampler funktioniert es auch. Und ja. Jetzt können wir natürlich das wieder wegmachen, das ist ein bisschen zeitbar, so. Und ja, ich mache das mal mit sich dann, so. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das hier, wie hier hinten, zu einem Command machen könnt. Und da sehen wir uns auch gleich, dann sage ich, ich mache das mit MC Edit. Da sehen wir uns auch gleich da drin wieder. Wir befinden uns hier in MC Edit.
Und zwar laden wir jetzt einfach mal hier unsere Welt. Wir drücken auf Laden. Bei euch ist es standardmäßig auf Englisch. Das kann ich mal zeigen, wie man das umstellen kann bei Optionen. Hier bei Sprache könnt ihr hier Deutsch, Englisch und volles Programm hier ran. Die ganze Sprache könnt ihr auswählen. Ja, wir gehen hier in unsere Welt rein. So. Haben wir jetzt hier unsere Schaltung, wo ich total vergessen habe, die das E wieder dran zu hängen, sonst hängt sich nämlich das manchmal auf. Das mache ich jetzt mal ganz kurz hier in MC Edit. Macht ihr Doppelklick auf den Command-Block, falls ihr das auch vergessen habt, müsst ihr Doppelklick machen, könnt ihr eingeben und OK drücken. Aber, und falls ihr das richtig habt, eben noch die leeren Command-Blocks. Oh, lass das reinschreiben. Leer. Und jetzt markieren wir einfach hier so den Bereich, in dem sich das befindet. Wichtig, dass sie nicht mitkopieren. Also nicht also markieren, nicht kopieren, Entschuldigung. Also wichtig ist, dass ihr die hier nicht mit markiert, sondern nur hier die Schaltung wirklich. Drückt dann hier auf Filter. Hier auf OK, falls ihr das bei euch kommt. Und dann könnt ihr in der Videobeschreibung den Tuon Command Filter downloaden. Der ist von Crush Pixel. Ja, den habe ich mir dann hab ich mal gefunden. Könnt ihr einstellen, aus welchem Material es bestehen soll. Also das hier unten, das ist unten oben das Grundgestein und als Wand. Könnt ihr mal hier für oben und unten, was weiß ich, mal Gras, wenn natürlich hier Grasblock nehmen wir mal. Und als Wandmaterial, da würde ich auch mal Glas empfehlen. Nehmen wir einfach mal hier so ein weißes Glas einfach mal kommt hier. Hier könnt ihr nochmal einstellen, ob ihr die Scoreboards präfixen wollt, da könnt ihr einen Präfix eingeben, wie ihr das machen, das mache ich jetzt aber nicht. Was genau, also das hier heißt, ob ihr noch ein Schild hinzufügen wollt, womit ihr das, womit die Maschine löschen könnt, diesen Haken sollte man immer drin lassen, weil was Remove Static Fill Command heißt, weiß ich leider nicht. If enabled, all fill command that are not within an execute ignored. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Update Game Rules sollte man auch anhaben. Weil das heißt nämlich, dass dann automatisch Command Block Output und Block Admin Commands ausgestellt wird. Weil es ist eine. Das heißt, es ist, wie das nicht selber schreiben müsst. Ja, und der Command Block Output habe ich ja letzte Folge schon erklärt. Das ist, also, dass die Chat-Zeile nicht vollgespannt wird, Block Admin Commands, so bin ich ganz sicher. Ich glaube, das ist für Server, dass er die Konsole nicht vollgespannt wird und auch, dass euer, Block, also euer Safe Log, der den Minecraft Ordner unter dem Ordner Logs findet, nicht voll gespammt wird. Dann mache ich mal Miss. Okay. Und wenn wir fertig sind, wir einstellen, drücken wir auf Filter. Und dann kriegen wir erstmal noch eine gespeicherte Änderung und kriegen hier oben was in unseren Zwischenspeicher. Und hier müssen wir einfach draufklicken und können dann hier haben wir hier unseren Command-Block. Den können wir irgendwo hin machen und einfach importieren drücken. Hier müsst ihr nichts einstellen. Den können wir wieder löschen. So. Und einmal hier auf Speichern. Ihr könnt auch bei Schließen auf Speichern drücken. Können dann aus der Welt rausgehen und wieder Minecraft kommen. Gehen wir mal in unsere Welt hier rein, die gebe ich euch übrigens auch wieder zum Download, wenn ich es nicht vergesse. So, und wir sehen, da hinten ist unser Command-Block gespawnt, wo unser schöner Befehl auch drin steht. Und wenn wir jetzt einfach mal hier von da hinten zum Beispiel nochmal hier kurz einen Knopf nehmen und Inventar aktivieren, Knopf nehmen, und einmal hier powern, dann sehen wir schon, unser Turm baut sie auf. Jetzt eine schöne hier schön aus unserem Gras und unserem weißen Glas. Also das hat schon mal funktioniert. Manchmal sind die Schilder ein bisschen verdammt, da könnt ihr das einfach hier mit STRG und könnt ihr es dann einfach mit STRG und rechts mit Mausradklick könnt ihr es dann auch verschieben. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich würde es da oben dran lassen, einfach. Ich würde es da lassen, wo es steht. Wenn es stört, dann könnt ihr es im Notfall immer noch verändern. Hier haben wir jetzt abgefeiert. Auf Gib Item drücken, bekommen wir auch hier unsere drei Items. Das ist ein bisschen Inventar, drücke mal drauf, bekommen wir unsere drei Items. Und wenn wir jetzt mal für unsere Grasfläche gehen, dann funktioniert es auch. Wenn wir unseren Trampliner Hand haben. Oder wenn wir einfach nur normales Gras nehmen, funktioniert es nicht. Moment. So. Ihr seht, weil ich das Gras in die Hand nehme. Geht es nicht mehr, also hat es nochmal alles funktioniert und zum Entfernen können wir einfach wieder hier Crypto Remove the Structure klicken und dann ist das wieder weg. Eins will ich jetzt aber ganz kurz noch ausprobieren. Ihr könnt natürlich auch noch ein Clear am Anfang machen, noch mehr Commands am Anfang ausführen. Das ist zum Beispiel jetzt Credits hier noch, wir spielen irgendwie noch so ein Terror Command, den könnt ihr mit dem Terror Editor erstellen.
mit MinecraftJSON.com und das erstellen. Was passiert, wenn ich das jetzt einfach mal so mache? Ja, so geht's am besten. Also könnt ihr auch selber noch ein bisschen schildern. Wie ich das übrigens mache, dass ein Dorf hier, die Dörfer auf der Welt spawnen, weil normalerweise spawnen nämlich keine Dörfer. Auf so einer Redstone Ready Welt, die ich mir erstellt habe. Kann ich euch ganz kurz auch nochmal zeigen. Und zwar, nehmen wir uns einfach mal ganz kurz eine Welt. Haha, da ist einfach mal. Das ist scheißegal. Zieht ist auch scheißegal. Hier, da können wir hier mal Redstone Ready auswählen. Weil wenn ich jetzt einfach hier Vorlage benutzen mache, würde ich nichts, will keine Dorf. Dann müsst ihr hinter das Semikolon Village schreiben, also so wie ich es gerade schreibe. V-I-L-L-A-G-E. Vorlage benutzen, okay. Neue Welt erstellen. Jetzt werden wir gleich mysteriöse Dinge sehen. Wenn ich mich nicht verschrieben habe. Dann haben wir jetzt kurz Demo 3 und hauen mal ganz mit dem Mausrad den Speed ordentlich hoch. Und gleich jeden Moment. Genau, hier ist schon unser erstes Dorf. Natürlich auch mit Schmieden und allem vollen Programm. Hier sind sogar mal zwei. Mal ganz kurz nochmal nach, was sich hier so drin befindet. Und machen wir jetzt raus. Ich bin auch mit Villagern und vollen Programm. Also wie ihr es sonst immer kennt. Was haben wir jetzt immer hier so? Dorf bekommen, was eigentlich normalerweise nicht spawnt. Und natürlich habe ich sie wieder Inventur bekommen, weil ich mein Inventar öffne. Obsidian, Eisenstiefel, Brot, Eisenhelm und Eisenbarren. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Sie spawnen auch. Ich habe vorhin irgendwo noch ein Dorf gesehen. Ja. Also jetzt muss es kurz, ich lösche die Welt jetzt natürlich erstmal wieder löschen. Ja, so könnt ihr es halt machen, dass ihr auch bei eurer Welt so Dörfer spawnen. Und das hier übrigens vom Befehl drin ist. Auch wenn ich nur Setblock über ein UMR, das heißt, wenn ich einen Redstone-Block oder sowas drüber sitze, wird der Command-Block aktiv und dafür, und darum soll es ja gar nicht gehen. Ich habe das Video schon wieder viel zu lange gezogen. In einem Video, da wurde das innerhalb von 2 Minuten erklärt. Ich bin ja jetzt schon hier bei, was weiß ich, wie viele Minuten. Aber egal. Wir sehen uns aber gleich wieder. Das war's für die heutige, für das heutige Türchen des Minecraft Adventure 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir übrigens auch nochmal eine Idee schreiben, was ich morgen machen könnte. Vielleicht habt ihr auch irgendwie eine Map für mich oder auch eine Command Creation könnt ihr mir auch gerne schicken. Von Adventskalender mache ich nämlich alles. Obwohl ich springe nicht aus dem Fenster. Aber alles so spielerisch kann ich vielleicht machen. Könnt ihr mir eine Idee schicken, was ich noch machen soll am 23. Am 24. habe ich schon eine Idee, was ich da machen will. Aber ja, ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo. Und ja. Das war's für das 22. Türchen und das 23. Tschüss!